Heute geht es darum, was du als Gründerin oder Gründer von Arnold Schwarzenegger lernen kannst. Arnold Schwarzenegger kommt aus dem kleinen beschaulichen Tal bei Graz, einem Dorf, und ist 1968 nach Amerika ausgewandert. Er hat insgesamt 3 Karrieren auf Weltklasseniveau gebracht. Er war der beste Bodybuilder aller Zeiten, er war der bestbezahlte Actionstar und er war ein erfolgreicher Politiker in Kalifornien. Er hat 6 Rules of Success in seinem Vortrag geäußert und spricht auch in seiner Biografie darüber, die ich gerade lese. Und in diesem Video erfährst du, wie du das für dich umsetzen kannst. Regel Nummer 1. Trust yourself. Es steht und fällt alles mit deinem Selbstvertrauen, wenn du ein neues Projekt angehst. Wir kennen alle das Gefühl, wir haben eine Idee, wir wollen irgendwas umsetzen und wir erzählen unseren 1, 2 besten Freunden davon und die finden das dann auch super, aber dann fallen wir in ein Loch. Dann kommt ein Tief. Warum? Weil wir Angst bekommen. Wir beginnen erste Zweifel zu entwickeln und wir sagen, ich weiß nicht, ob das funktioniert oder gibt es das schon oder ist die Investition zu groß. Wie entsteht Selbstvertrauen? Selbstvertrauen entsteht durch Ergebnisse. Und deswegen ist mein Tipp an dich, und das ist ein Tipp, den ich schon seit Jahren, ja fast Jahrzehnten beherzige, achte auf kleine Erfolgserlebnisse. Mein Ziel für dieses Jahr war es zum Beispiel, 1000 Stück Maya Pros bei Abnehmen im Liegen zu verkaufen und für jedes verkaufte Gerät, für jedes bezahlte Gerät mache ich einen Strich auf meiner Liste. Und so arbeite ich jeden Vormittag, jede Mittagspause, jeden Nachmittag daran, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Regel Nummer 2. Break some rules. Brich ein paar Regeln und hör auf, dir die ganze Zeit Sorgen zu machen, was könnte passieren. Ich bringe dir ein einfaches Beispiel. Wenn du mit dem Auto oder dem Motorrad fährst, hältst du dann immer jede Geschwindigkeitsbestimmung ein? Nein. Und passiert irgendwas? Nein. Manchmal wird man erwischt, dann zahlt man die Strafe und meistens geht alles gut. Und ich sage gleichzeitig aber, du sollst niemanden gefährden und du sollst nicht zu weit über die Stränge schlagen. Aber manchmal ist es notwendig, ein kleines bisschen mehr Gas zu geben. Und das ist gemeint mit Break Some Rules. Sollst du das machen? Absolut ja. Regel Nummer 3. Don't be afraid to fail. Ich starte hier jetzt gleich einmal mit einer schlechten Nachricht für dich, weil 80 bis 84% aller Unternehmen, die in diesem Jahr gegründet wurden, werden im Jahr 2030 nicht mehr am Markt sein. Sie werden out of business sein. Und trotzdem darfst du keine Angst davor zu haben, zu scheitern. Die meisten Menschen haben übrigens mehr Angst davor, wie ihre Freunde und ihr Umfeld reagieren wird, als wie auf die tatsächlichen Konsequenzen. Du musst dein Bestes geben. Du darfst nicht daran denken, was passieren wird, wenn du scheiterst. Stattdessen solltest du dir die Frage stellen, was wäre, wenn es klappt. Regel Nummer 4. Ignore the naysayers. Es wird immer Menschen geben, die deine Idee kritisieren werden oder die sowieso schon immer gewusst haben, dass du es nicht schaffen wirst oder die das einfach nicht so spannend finden. Ganz, ganz wichtig ist, ignoriere, was die Naysayer machen oder was Arnold Schwarzenegger gelungen ist und mir auch immer besser gelingt. Nimm diese Ablehnung als Motivation, um noch mehr Gas zu geben, um noch fokussierter in Richtung deines Ziels zu arbeiten. Über kurz oder lang wirst du damit belohnt werden und wirst eine immer stärkere Haut entwickeln, wo die Kritik der Naysayer abprallt. Regel Nummer 5, meine Lieblingsregel, work like hell. Du musst dir den Arsch abarbeiten, wenn du ein Ziel hast. Es ist nicht einfach, weil wenn es einfach wäre, ein Ziel zu erreichen, dann wäre es erstens nicht so besonders und dann hätte das Ganze ja jeder. Nehmen wir hier Bodybuilding und Arnold Schwarzenegger als Maßstab. Er hatte die bestentwickelste Brustmuskulatur, unglaubliche Arme mit fast 60 cm Umfang. Warum hat er das Ganze geschafft? Weil er jeden Tag 4 bis 6 Stunden trainiert hat. Und ich weiß das aus erster Hand, weil mein Vater war zur Zeit von Arnold Schwarzeneggers Karriere auch aktiver Bodybuilder. Nicht auf diesem Weltklasseniveau, aber sie haben zusammen in Australien trainiert und er hat gesagt, es war unglaublich, mit
mit welcher Intensität, mit welchem Fokus Arnold Schwarzenegger immer gearbeitet hat. Du musst mehr Einsatz geben, du musst fleißiger sein wie alle anderen, weil vielleicht sind die anderen talentierter und dann starten die schon mit einem Vorsprung. Aber am Ende des Tages schlägt Fleiß Talent jedes Mal, wenn Talent nicht fleißig ist. Und die letzte Regel zum Abschluss, give something back. Wenn du begonnen hast, deine Ziele zu erreichen, weiterzukommen, dann ist es deine Pflicht, wie von allen anderen erfolgreichen Menschen auch, etwas zurückzugeben. Und zurückgeben kann zum einen heißen, dass du karitativ aktiv bist, dass du Charity-Projekte unterstützt. Mir persönlich gefallen da immer Kinderprojekte, weil die sind die Schwächsten in der Gesellschaft und die unterstütze ich sehr, sehr gerne. Das kann aber auch was anderes sein. Das kann Wissen sein, das du an die nächste Generation weitergibst. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich diesen YouTube-Kanal mache. Hier ist ja alles kostenlos. Ich könnte hier Online-Kurse verkaufen, aber das mache ich natürlich nicht. Ich mache das kostenlos, damit die nächste Generation die Fehler vermeidet, die ich gemacht habe und dadurch noch leichter, noch erfolgreicher wird. Wer sich an diese Grundsätze hält, kann nicht nur als Bodybuilder, Politiker oder Schauspieler erfolgreich sein. Nein, mit diesen Grundsätzen bist du in allen Bereichen erfolgreich. Sieh dir gerne das Video an, wo ich Arnold Schwarzenegger getroffen habe und schalt nächste Woche wieder ein, wenn mein neues Video rauskommt. Bis dahin, alles Liebe!